Kinderrechte ins Grundgesetz. Das Elternrecht ist seit 1949 im Grundgesetz verankert. Im Artikel 6 Absatz 2 heißt es: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Da immer wieder über Fälle berichtet wird, wo Kinder durch Vernachlässigung oder Gewalt der Eltern sterben, fordern nun einige Politiker, auch Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Wären Kinderrechte in der Verfassung, könnten sich Ämter und Richter bei den Obhutnahmen von Kindern stärker auf das Kindeswohl beziehen, argumentieren die Befürworter einer Grundgesetzänderung. Dabei sind die Rechte der Kinder in ausreichendem Maße im Kinder- und Jugendhilfegesetz, im Adoptionsrecht, im Straf- und Verfahrensrecht und in den gesetzlichen Regelungen für Eltern von Pflegekindern gesichert. Kann es sein, dass es gar nicht um die Rechte von Kindern geht? Abgesichert durch das Grundgesetz bekämen so Jugendämter und Gerichte die Legitimation, in innerfamiliäre Angelegenheiten einzugreifen. Meinung ungeschminkt. Heute mit Kai von Hannover, Betreiber des YouTube-Kanals Nachgedacht, Nachgefragt. Abstimmung am 28.10.2018 über Verfassungsänderung in Hessen. Wirklich freie Wahlen? In Hessen hat der Landtag eine Verfassungsänderung vorgeschlagen. Die Entscheidung darüber liegt allein beim Volk, dem Souverän. Volksabstimmungen in Hessen gab es bisher 1950, 1991 und 2002. Nun ist für den 28. Oktober die vierte Abstimmung geplant, die mittels Stimmzettel erfolgen soll. Vorgeschlagen sind 15 Punkte, die in der Verfassung geändert werden sollen. Die Bedeutung der geplanten Änderungen für Hessens Bürger ist in einem separaten Flyer nachzulesen. Hingegen vermittelt der Stimmzettel allein keine klare Orientierung. Kai von Hannover, Betreiber des YouTube-Kanals Nachgedacht und Nachgefragt, hat einige dieser 15 Punkte unter die Lupe genommen und erklärt in seinem kurzen Vortrag, worauf die Bürger bei der Abstimmung unbedingt achten sollten. Denn bei genauerer Betrachtung der 15 Punkte wird schnell klar, dass die Bürger Hessens nicht wirklich informiert werden und folglich auch nicht wirklich frei entscheiden können. Hallo, am 28. Oktober dieses Jahres finden in Hessen Landtagswahlen statt. Aber nicht nur Landtagswahlen, da gibt auch eine Volksabstimmung über Verfassung des Landes Hessen. Und die Einwohner von Hessen haben so einen Zettel bekommen, wo sie über diese Volksabstimmung, über diese Verfassungsänderung abstimmen können. Auf diesem Zettel gibt 15 Änderungen, über die die abstimmen können mit Ja oder Nein. Ich möchte mich nicht mit allen beschäftigen, obwohl alle gewisserweise interessant sind, sondern nur mit paar Ausgewählten, um zu zeigen, was hier eigentlich geplant ist von Regierung. Also aktuell regiert in Hessen eine CDU und Grüne Regierung. Und ich denke, die wissen schon, was sie alles angerichtet haben in den letzten 5 Jahren und Gedanken gemacht haben, wie gewisse Verantwortung die entgehen können. Und das ist auch meiner Meinung nach auch grüner Denkmal für grüne Politik, dass die, für was die stehen, das jetzt in die Verfassung schreiben wollen und CDU macht mit. Zuerst über erste Änderung auf diesem Zettel, Punkt 1. Das geht um Gleichberechtigung. Also auf diesem Zettel können die Menschen sehen, das geht in diesem Artikel um Gleichberechtigung, aber um was genau wissen sie nicht. Und was genau ist, haben sie zwar so ein Info dazu bekommen, aber das ist nicht das, wo sie ankreuzen sollen. Ja, also sie kreuzen nicht das ganze Info, ist die Frage, wer sich das ganze Info überhaupt durchgelesen hat. Also es steht über
Frauen- und Männergleichberechtigung, was wir bis jetzt sowieso schon hatten. Aber hier geht noch was dazu. Der Staat fordert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das wird hier eingebaut. Was bedeutet das, dass Staat diese tatsächliche Gleichberechtigung durchsetzen wollte und jegliche Beseitigung einführen muss? Nämlich, das ist zum Beispiel, dass die Quoten eingeführt werden. Es werden überall Quoten eingeführt. Das ist die direkte Folge von diesen Änderungen. Ich weiß nicht, ob da die Menschen, die darüber abstimmen, im Klaren sind, dass hier zum Beispiel die verbindlichen Quoten in allen möglichen Bereichen eingeführt werden. Punkt 2, Änderung Punkt 2. In diesem Stimmzettel steht: Gesetz zur Ergänzung des Artikel 4 der Verfassung des Landes Hessen, Stärkung der Kinderrechte. Auf dem ersten Augenblick kann man denken, Stärkung der Kinderrechte klingt sich ja, ne? Die Kinder sollen eigene Rechte haben. Aber in Wirklichkeit sollte man Nein ankreuzen, weil die Stärkung der Kinderrechte, hier ist impliziert oder suggeriert den Menschen, dass die Kinder, die irgendwelche schwäche Rechte haben, da nicht genug haben. Die Kinder haben identische Rechte wie Erwachsene. Die sind gleich Menschen, identisch so wie Erwachsene, haben gleiche Rechte. Es gibt keine Benachteiligung, was die Grünen hier versuchen und einzureden. Hier geht um was komplett was anderes. Und Abschaffung der Rechte der Eltern. Hier geht genau um das. Heute können die Eltern entscheiden, was mit dem Kind passiert. Jetzt nach diesen Änderungen, das steht: Bei allen Maßnahmen, das ist das die neue, was eingeführt haben, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein wesentlich zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Wohl des Kindes. Und wer entscheidet, was Wohl des Kindes ist? Nicht die Eltern. Was Wohl der Kindes ist, entscheidet die Regierung. Entscheidet der Staat. Also wenn jemand sowas zustimmt, beraubt sich selbst als Elternteil eigene Rechte. Weil Wohl des Kindes definiert der Staat. Und wenn Sie zum Beispiel kritisch sind und wollen Gifte deinen eigenen Kindern nicht in den Körper lassen und wollen Impfungen, sinnlose Impfungen verbieten, dann haben Sie nichts zu sagen. Wohl des Kindes ist, Impfungen zu bekommen, weil nicht Eltern deklarieren das, sondern der Staat. Das Gleiche, wenn Sie als Elternteil nicht wollen, dass ihre Kinder im Kindergarten damit konfrontiert sind, wie Sex abläuft, was Masturbation ist, was Homosexualismus ist, weil sie denken, das sind nicht die Themen, die Kinder im Kindergarten oder schon in erster, zweiter Grundschule, Klasse der Grundschule wissen müssen, ob überhaupt das wissen müssen in diesem Alter, dann haben sie nichts zu sagen, weil was, das ist Wohl des Kindes und sie haben nichts zu sagen, was Wohl des Kindes ist. Und das ist genau hier mit diesen Änderungen geplant, dass die Eltern nichts zu sagen haben. Es werden die Ämter entscheiden, weil die Ämter wissen, was Wohl des Kindes ist. Die regeln es. Also ganz verheerende Sache, das ist dieses 2.2, Wohl des Kindes. Punkt 4, was man abstimmen kann. Was steht hier am Punkt 4, was bezeichnen? Aufhebung der Regelung zur Todesstrafe. Ja, kann man auf den ersten Augenblick sagen, ja, ich bin auch gegen Todesstrafe, ja, also stimme ich zu. Also Todesstrafe existiert heute praktisch in Hessen nicht. Warum? Da in diesem Artikel 21 steht bis jetzt, bei besonders schweren Verbrechen kann er zum Tode verurteilt werden. Also der Schuldige. In der Praxis existiert das nicht. Aber was bedeutet diese bei besonders schweren Verbrechen? Das ist nicht nur das, was man normalerweise denkt, Mord. Nein. Es gibt viel schlimmere Verbrechen. Das ist Hochverrat und Genozid. Völkermord. Das sind besonders schwere Verbrechen. Und die ganze Politik, was wir in den letzten 3-4 Jahren haben, das ist nichts anderes als Genozid. Genozid an den Deutschen. Das kann man sich Regelungen nachlesen, was Genozid bedeutet. Und genau das passiert hier. Vernichtung der Deutschen. Vernichtung des Volkes. Und Ersetzen durch anderes Volk.
Und die wissen ganz genau, dass sie das gemacht haben, CDU mit Grünen in Hessen. Und deswegen wollen sie diese Todesstrafe, diese Möglichkeit, bei besonders schweren Verbrechen abzuschaffen. Weil es kann dazu kommen, dass die andere Regierung kommt und sagt, Moment, das, was ihr gemacht haben, das war Genozid. Und sie wissen, dass sie zu Todesstrafe verurteilt sein können. Deswegen wird das abgeschafft. Das ist der Grund, warum die wollen Todesstrafe abschaffen, die praktisch nirgendwo ausgeführt ist. Nachdenken, was Punkt 4 bedeutet. Punkt 5. Was steht in diesem Zettel? Punkt 5. Aufnahme eines Staatszielbegriffes. Das ist interessant. Bis heute gab keine Staatsziele. Und wo hat man diese Staatsziele eingebaut? In einem Artikel 26 hat man jetzt 26a und b. Und die 26a ist jetzt 26b. Und da stand, die natürlichen Lebensgrundlage des Menschen stehen unter dem Schutz des Staates und der Gemeinden. Natürliche Lebensgrundlagen stehen unter Schutz. Was sind natürliche Lebensgrundlagen? Das ist zum Beispiel, wenn jemand in Autarkie lebt, er hat ein Grundstück, bewirtschaftet und sagt, interessiere mich das Ganze nicht, ich habe mit euch nichts zu tun, ich habe meine, sage ich, vier Wände, mein Feld und ich will mit euch nichts zu tun haben, ich wirtschafte und lebe, so wie immer war natürlich. Und diese natürliche Lebensgrundlage war unter Schutz gestellt. Jetzt ist aber ein neues Begriff, sollte jetzt kommen. Und das steht, Staatsziele verpflichten den Staat zur vorlaufenden, also alle Behörden und so weiter, zur vorlaufenden Beachtung und dazu, ihre Handel nach ihnen auszurichten. Das heißt, die natürliche Lebensgrundlage sind schon in den Hintergrund geraten. Wichtigere sind Staatsziele. Und Staatsziele sind natürlich von Staat, von dieser Parteidiktatur geregelt und festgelegt. Das heißt, das, was bis jetzt man leben konnte, wird im Laufe der Zeit verboten. Weil dieses natürliche Leben muss mit Staatszielen in Einklang bleiben. Das ist Artikel 5. Änderung Nummer 6. Was steht in 6, was die Leute wissen? Stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. Aha. Es wird angeführt, ein Punkt, der Staat und so weiter handelt nach Prinzip der Nachhaltigkeit. Was bedeutet das? Was bedeutet Handeln nach Prinzip der Nachhaltigkeit? Das bedeutet nichts anderes, dass das alles, was nicht nachhaltig ist, verboten wird. Natürlich nicht von Tag zu Tag, aber in kurzer Zeit. Und was ist das? Dann wird verboten Steinkohle, Braunkohle, Atomenergie, Gas und Erdöl, weil das ist nicht Nachhaltigkeit. Ja? Und damit verbundene Verbrennungsmotoren zum Beispiel. Das alles wird verboten, weil da hier steht Handel nach Nachhaltigkeitsprinzip. Also alles, was angeblich mit dieser Nachhaltigkeit nichts zu tun hat, wird verboten. Also grüne Ideologie ist hier so zu Vorschein, kommt hier so zu Vorschein. Unglaublich. Und die Menschen werden meiner Meinung nach überhaupt sich keine Gedanken zu machen und Nachhaltigkeit unterschreiben. Ja, da werden weiterhin Energiepreise steigen, weil der Unsinn von CO2 wird hier quasi zum Staatsziel erklärt. Und die Menschen werden nur schimpfen, warum kostet das mehr, dass ich die Energie noch zwei- oder dreimal so viel bezahlen muss? Ja, das kostet, weil solche Gesetze hier geplant sind und verändert, dass die ganze Verfassung so sein sollte. Punkt 11, also 11. Änderung. Was haben die hier? Bekenntnis zur europäischen Integration. Bekenntnis zur europäischen Integration. Das ist schon das Erste, wo man aufhorchen muss. Und was haben die hier? Bis jetzt stand, Hessen ist ein Glied der Deutschen Republik, ein Gliedstaat der Bundesrepublik. Also Hessen ist ein Glied der Deutschen Republik, steht hier. Das wird aber gestrichen und wird eingeführt und als solcher Teil der Europäischen Union. Und Hessen bekennt sich zu geeinten Europa. Was bedeutet? Das hat man versucht, auf dem Umweg die Zuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland umzugehen. Natürlich nicht so deutlich,
aber hat man die Europäische Union geholt, hier in die Verfassung. Und dadurch man die Heeresrechte der Europäischen Union hier in hessische Verfassung einplant. Und Hessen wird dann nicht kein Glied der Deutschen Republik, weil das sollte gestrichen werden. Das heißt aber auch für die Zukunft, dass die Menschen oder die Möglichkeiten später Bundesrepublik Deutschland aus Europäischer Union herauszulösen, austreten, wird ein Problem bekommen, weil Hessen sagt, nee, wir dürfen das nicht. Die Menschen haben das schon beschlossen, dass wir da drinnen sind. Das ist hier geplant. Änderung Nummer 11. Änderung Nummer 13. Was steht denn da auf dem Zettel? Elektronische Verkündung von Gesetzen. Tja, kann man sagen, hat man was dagegen? Ja, bis jetzt war so, steht im Gesetz, und das sollte bleiben, das Gesetz und Verordnungsblatt verkündet die Gesetze. Und dann nach 14 Tagen gilt das. Und jetzt kann man sagen, in elektronischen Form kann das geführt werden und verkündet. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Sie sehr schnell ein Gesetz durchsetzen wollen, dann müssen Sie verabschieden und dann müssen das veröffentlichen über Gesetz- und Verordnungsblatt. Und der kommt nicht täglich. Der kommt einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr. Also eine Sondergesetze, Ausnahmegesetze, kann man nicht so schnell verkünden. Und deswegen treten nicht so schnell in Kraft, wie sie wollen. Und die wollen den Polizeistaat stärken, dass man sowas extrem schnell machen kann, weil dann kommt in elektronische Form und in 14 Tagen ist das gültig. Muss man nicht warten. Das ist der Grund, warum die das so schnell haben wollen, warum diese Gesetz- und Verordnungsblatt damit umgehen wollen. Das ist Änderung Nummer 13. Änderung Nummer 14. Stärkung der Volksgesetzgebung. Stärkung der Volksgesetzgebung. Ja, also kann man ankreuzen, ne? Ich bin für Stärkung. Ist das tatsächlich so? Von einer Seite ist die Anzahl der Unterschriften, um ein Volksentscheid zu machen, von ein Fünftel auf ein Zwanzigstel gesenkt. Also tatsächlich, hier ist Verbesserung da. Aber gleichzeitig ist geregelt, dass nicht die Mehrheit entscheidet, wie bis jetzt. Bis jetzt hat die Mehrheit entschieden, so oder so, sondern mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten. Stimmberechtigten 100%, das heißt 25% der Stimmberechtigten muss zustimmen. Das ist schon eine interessante Geschichte. Es gehen zu einer Volksabstimmung 40%, und das ist bei solchen Sachen sehr oft so, dass da nicht alle gehen, 40%. Und 50 oder 55% irgendwas abstimmen, das gilt nicht, weil sie haben letztendlich mathematisch 25% von allen nicht erreicht. Also das ist keine Stärkung. Da hat man mit Stärkung hier damit nichts zu tun, sondern eventuell Schwächung. Und das war's. Ich habe nur ausgewählte von diesen 15, aber so wie ich gesagt habe, hier gibt ein Zettel, was die Menschen entscheiden, und auf diesen Zettel gibt überhaupt nicht das, was ich gesagt habe, also der Text gibt nicht. Hier gibt nur so Info, um was geht und die Menschen entscheiden können. Und natürlich ist das so formuliert, dass so schön aussieht, ja, Stärkung der Kinderrechte. Ja. Und aus dem Grund denke ich, dass wenn richtige Gerichte entscheiden sollen in der Zukunft, dass doch das Ganze ungültig betrachtet wird. Oder schon jetzt werden vielleicht Anwälte und interessierte Menschen versuchen, nach dieser Abstimmung das zu kippen. Weil eigentlich muss hier das alles stehen. Das Gesetz, was verändert wird, im Text. Nicht solche Regelung, dass hier, was jemand beschreibt und Shane beschreibt, dass da die Leute täuscht. Ich denke, dieses Stimmzettel, das ist eine Täuschung. Ich denke, das bin sicher, das ist eine Täuschung, dass man von diesem Stimmzettel nicht erkennen kann, was tatsächlich dahinter steht. Aus dem Grund habe ich nur diese paar Punkte herausgenommen. Natürlich, die Menschen haben in Hessen Informationen darüber auch bekommen, über diese Änderung. Aber wer liest solche Informationen?
Da kommen die Menschen, nehmen Stimmzettel, um was geht hier? Die lesen diese ganze Veränderung vorher nicht, weil das ist die Regel und das ist so formuliert, dass man so zustimmen kann auf den ersten Augenblick. Also, ich kann nur allen raten in Hessen, am besten alle Änderungen, alle. Ich sehe hier keine einzige, die irgendwelche Verbesserung bringt, alle mit Nein abzustimmen und informieren Sie bitte anderen, was das bedeutet, was hier geplant ist. Geben Sie vielleicht mein Video weiter an anderen Hessen, damit Menschen erfahren und besonders Eltern, das ist sehr wichtig für die Eltern, dass sie wissen, dass mit diesen Abstimmung die Elternrechte Einfluss auf das, wie Kind erzogen wird, wie Eltern das Kind, eigene Kind schützen können, dass das alles abgeschafft wird, dass die Eltern letztendlich nichts zu sagen haben werden. Das ist, denke ich, meiner Meinung nach eine von schlimmsten Änderungen, die hier in diesen hessischen Verfassung geplant ist. Also lehnen Sie das ab und informieren Sie die anderen. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.